Ich habe mich schon so gefreut auf diese Aufnahme und dann gehe ich ins Spiel und sehe, was? Winter? Nein, nicht mit uns. Wir haben doch gar keinen Winter mehr im Spiel, oder? Also, das Spiel mit mir... Nee. Oh. Puh, kurz durchatmen, weil ich dachte gerade so, hä? Aber ich glaube, bei der Startszene ist immer zufällig eine Season gewählt und das war halt zufällig der Winter. Aber nein, Leute, keine Panik. Wir haben Frühling und heute geht's wieder los in Chef RPG. Ich habe euch ja gesagt, es gibt noch einiges an Quests zu erfüllen. Wir haben jetzt auch die Quest zu Bianca zu gehen und das werden wir auch gleich mal machen. Und wir haben auch eine Menge Kohle. Hier steht auch, wann die wachsen. Ach, cool. Man muss einfach alles mal ein bisschen genauer betrachten. Genau, also wir gehen zu Bianca. Und zusätzlich werden wir heute auch versuchen, das Glashaus auszuprobieren. Hier, den Spargel vergesse ich auch immer. Und das Glashaus ist ja auch was, was wir noch nicht richtig erforscht haben, aber eigentlich schon hätten können. Ich habe das ein bisschen versäumt. Aber wir machen das jetzt. Besser spät als nie, würde ich sagen. So. Ja, ich bin so gespannt, was mit dem Badehaus wird. Man sieht zwar im Trailer von Chef RPG das Badehaus schon fertig. Ich denke, wie wir jetzt auch den Auftrag bekommen haben, wir werden das Ganze renovieren. Aber wie dann diese kleine Teeladen aussieht, den wir dann auch betreiben sollen, dazu gibt es noch keine Informationen. Beziehungsweise, ich lasse mich natürlich auch nicht spoilern, aber na, ihr wisst schon. Genau, und wir finden das einfach raus und sind gespannt. So, Bianca, hallo. Hello, Dodo. The town is looking livelier now. No thanks to you. Ja, also in der Stadt ist einfach mehr los. Unfortunately, more and more tourists are wandering through my shop, but tourists do not require my service. Unglücklicherweise kommen mehr und mehr Touristen und wandern einfach durch meinen Shop, aber die brauchen meinen Service nicht. I must find a way to capitalize on this increased traffic. Got any ideas? Ich brauche irgendwie eine Idee, wie ich das nutzen kann für mich. Maybe you can make and sell smartwatches. Vielleicht kannst du Uhren verkaufen. I think you should sell beach cloths. Clothes. Ich würde mal mit den Uhren gehen. That's not a bad idea, Dodo. Das ist keine schlechte Idee, Dodo. Ja, sie kann die halt selber herstellen. Sie ist halt technikaffin wie kein Zweiter. Oder keine zweite. A smartwatch can tell time, provide navigation, predict the weather, maybe even diagnose diseases. Hm? Das kommt ja immer mehr. Also ich bin da richtig begeistert von der Technologie, dass man dann auch den Blutzucker und so mit einer Smartwatch messen kann. Finde ich voll cool. Und ich nehme die tatsächlich auch immer beim Sport für meinen Puls, damit ich es nicht übertreibe. You've given me a lot to think about. Du hast mir eine Menge zum Nachdenken gebracht. Now then, what was the reason for coming to see me today? Und jetzt, was willst du eigentlich von mir? Huh, you need some copper pipes, mate. Hm, what will you use them for? Du brauchst ein paar Kupferrohre? Für was? It's a secret, wir dürfen es ja wirklich nicht verraten. I need some copper pipes to repair the bathhouse. Nee, it's a secret. Es ist ein Geheimnis, ich muss nicht alles wissen. You know what, Dodo? I do not like secrets being kept from me. Weißt du was, Dodo? Ich mag das nicht, wenn man von mir Geheimnisse hat. Aber was ist, wenn derjenige nicht möchte, dass ich es dir verrate? But still, I can help you. For the right payment, of course. Aber nun dann, ich kann dir trotzdem helfen. Natürlich nur mit der richtigen Bezahlung. I will need 5 copper ores, 5 iron ores and let's say 5 bottles of vodka as payment. Das war so klar. 5 mal Kupfererz, 5 mal Eisenerz und 5 Flaschen Wodka. 5 Flaschen Wodka! Das ist so viel! Das ist so viel! Let's go! Chop, chop! Und jetzt gehe, ja. Ciao. Das war 5? Also, ich kaufe natürlich für mein Restaurant viel mehr Wodka. Aber das ist viel. Oh nein, ich brauche sie! Ich brauche sie noch. Wait a minute, ist sie noch da? Ja, okay. Ich brauche nämlich ein besseres Werkzeug. So, warum kann ich bei ihr nicht in den Shop? Hat die noch nicht offen? Hä? Wann sperren die auf? Um 10 oder was? Open every day? 10, ja. Okay, dann haben sie gleich offen. Geht noch immer nicht. Jetzt.
Gut. Shop. Genau. Ich brauche... Ich nehme gleich den ganz guten, weil die werden nicht kaputt. Nehme den richtig guten. Die hat auch super Kleidung. Da kriege ich auch einen Boost. 100%ig Bow Accuracy. Wow. Hier. Sozialer Boost und Energy ist aber Minus. Nee, das brauchen wir nicht. Nix mit Minus hier. Light Source. Das ist gut. Das nehmen wir. Okay, und dann verkaufe ich ihr das, weil das brauche ich alles nicht. So, dann habe ich wieder ein bisschen Geld gut gemacht. Army Pants, die habe ich ja an. So. Dann gucke ich mal hier. Das ist ja voll cool. Da habe ich jetzt immer Licht. Und hier, das kann ich austauschen. Eigentlich kann ich hier die jetzt verkaufen, oder? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann muss ich das in meinem Haus irgendwie unterkriegen. Da habe ich ja Lagerplatz. Das habe ich in diesem Game noch nicht gebraucht, was sehr seltsam ist, weil normalerweise brauche ich in diesem in Farming Games immer alles an Stauraum, was ich hier nur haben kann. So, das ist eine echt schöne Chefjacke. Aber ich will jetzt mein Geld nicht für Kleidung ausgeben. Nur für besseres Equipment, das macht Sinn. Und für Zutaten natürlich, die ich nicht selber bekommen kann. Shop, genau, hier. Das brauchen wir. Und den Lachs, den nehme ich dir auch ab. Dankeschön. Da wird dir auch nicht schlecht, zum Glück. So, und die Muscheln, die kannst du haben. Kriege ich wieder ein bisschen was zurück. Das ist gut. Oh, und die Krabben. Die Krabben habe ich ja selbst gehuntet. Die haben wir ja mit dem Bogen getötet. Klingt makaber, ist es auch. Aber es gibt in der Mine so Riesenkrabben und ich wollte wissen, was man mit denen machen kann. Man kann sie tatsächlich mit dem Bogen schießen. War für mich auch eine Überraschung. So, sie hat auch manchmal Dinge, die ich brauche. Ja, aber jetzt nicht. So. Jetzt gehe ich trotzdem nochmal zurück. Ihr wisst ja, ich brauche diese Rezepte und ich sollte da eigentlich jeden Tag nachgucken, bevor ich jetzt in die Mine gehe und mein neues Werkzeug ausprobiere. So. Erhardsamen. Die nehme ich gleich mal mit. Ach, verkaufen die jetzt Samen, weil ich die jetzt brauche? Also vorher haben die doch keine Samen verkauft. Aber jetzt kann ich die verwenden. Da können wir was anpflanzen. Ja, cool. So. Nein. Da brauchen wir nichts. Kann ich dir was verkaufen? Den Seeigel kann ich dir verkaufen? Aha. Alles klar. Okay, die haben auch Zimtsamen. Ein Zimtbaum nehme ich mal mit. Und Weizen. Ja, nehmen wir auch mal mit. Den Ingwer nehme ich auch. Die Kresse. Ja, nehme ich auch. Teeblätter kann ich selber sammeln. Kresse zwar auch, aber egal. So, keine Rezepte leider. Hier auch nicht. Bei den Grapes habe ich gerade wirklich genug. Die Erdbeeren kann ich dir aber geben. So. Dann habe ich trotzdem noch ein bisschen Geld. Für was kann ich denn das Geld verwenden? Ich würde fast sagen, für Möbel. Dann gucken wir noch kurz zum Hof. Also zu dem Künstlern. Zu der Künstlerin Mary Lou, oder wie sie heißt. Und dann kaufen wir ein bisschen Deko, weil ich glaube, ich habe bei ihr noch nie geguckt, was sie so hat. Das muss ich nachholen. So, Champignons nehmen wir auch mit. Wenn wir schon mal hier sind. Da ist die Bea, die läuft auch schon rum. Ich habe sie gesehen. Da. Oh. Ich wollte dich nicht mit meiner Sense angreifen. Sorry. Minze. Minze habe ich echt viel mittlerweile. Die haben Erdbeeren, die darf ich nicht klauen. So, wo ist sie denn? Von dir brauche ich Dinge. Hallo, Anna May. Anna May heißt sie. Mary Lou ist ihre Schwester, oder? Craft. Okay.
Alles klar, sie hat Dinge. Sie hat viele Dinge. Oh, Riesenschneekugeln. Okay, da ist jetzt nicht viel dabei, was meine Vorstellung matcht, aber das könnte ich mir noch vorstellen. Uncut Emerald, dafür brauche ich das. Ach so. Also sie hat halt so skulpturmäßig. Und ich will halt eigentlich ein sehr dunkles Restaurant haben mit vielen Pflanzen. Das wäre auch noch okay. Boah, braucht sie da viel Eisen. Das ist teuer. Ja, krass. Okay, dafür muss ich tatsächlich auch in die Mine. Und das haben wir eben schon zweimal gemacht. Ja, alles klar. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was dazu. Es ist sehr viel lila. Also auch die ganzen Ständer hier sind alle lila. Da bin ich nicht ganz so begeistert. Die Lampe war auch okay. Hm. Ja gut, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr dazu nach dem Full Release. Aber ich glaube, dann würden wir eher in die dunkle Richtung mit... Ich kann das tatsächlich ernten? Nee, oder? Nee. Das wird mir doch so auf die Nase fallen, oder? Das wird mir so auf die Nase fallen. Aber ich habe es einmal gemacht und jetzt kann ich auch gleich weitermachen, oder? Oh mein Gott. Ich dachte, das geht nicht. Ist da nicht mal ein Text aufgeploppt? Dass da stand, das wäre keine gute Idee, sie hier zu beklauen. Und jetzt beklaue ich sie. Ich räume den Hof leer. Also den Salat brauche ich nicht, aber... Ich hab's gar aufgelevelt. Okay, mal gucken, ob was passiert, Leute. Ich habe einfach den ganzen Hof ausgeräumt. Die ganzen Erträge. Alles geklaut. Oh mein Gott. Ich werde verfolgt von der Polizei, oder? Kann doch gar nicht anders sein. Holy. Dass ich mir das traue. Okay. Wir werden das beobachten, ob irgendwie auf einmal die Polizei vor der Tür steht. Wenn nicht, freue ich mich natürlich. Warte, wo ging es da nochmal rein? Ach, hier. Hier war der Eingang, oder? Ja, den sieht man ja fast nicht. Da bräuchte ich ein bisschen mehr Schattierung. Okay, ich habe jetzt tatsächlich eine Lichtquelle hier oben. Und dann probieren wir mal unseren wunderbaren neuen Schneider aus. Ja, aber mehr rauskommen tut nicht. Nur schneller. Okay, hier haben wir einen Emerald. Okay, den schafft er nicht mal im einen. Dass das der beste ist. Hm. Naja. Ist okay. Hauptsache, ich brauche nicht mehr ewig. Eisen? Ich bräuchte Kupfer. Das wäre cool. Warum spawnt hier so wenig Kupfer? Hm. Auch kein Kupfer. Ist auch Eisen. Kupfer, ich brauche dich. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Okay, hier haben wir auch kein Kupfer. Ha. Schon wieder Eisen. Ist alles... Aua. Ist alles Eisen hier. Das ist aber ärgerlich. Okay, da drüben ist wieder ein Edelstein. Ist auch Eisen hier. Hm. Was soll denn das? Ist auch Eisen da? Okay, Eisen habe ich mit einem Schlag genug. Aber ich brauche ja Kupfer. Schon wieder Eisen? Ich kann kein Eisen mehr sehen. Ich will euch gar nichts tun, liebe Schweinchen. Warum wohnt ihr überhaupt hier drin? Hier ist es doch so dunkel und nass.
Sehr viel von den Emeralds. Nee, da kein Eisen. Kein einziges Kupfer. Nur Eisen. Hier, guck mal. Ihr habt 27 Eisen. Aber kein Kupfer. Doch eine Frechheit. Die müssen unbedingt an der, Kupferspawnrate was machen. Das ist ja wirklich sehr doof. Oh, hallo, Hazel. Dem muss ich auch ab und zu quatschen, damit du mich magst. So, okay, gut. Dann gehen wir jetzt noch ins Glashaus, hätte ich gesagt. Unsere ersten Samen pflanzen. Das ist auch was Wichtiges. Und dann ist eh schon wieder der Tag vorbei. Das geht alles so schnell. Open, ja. Also, ich kann hier meine Samen reinpacken, die ich habe. Und dann sage ich jetzt, ich pflanze, ja, erstmal Weizen. Ich pflanze alles. Nevermind, ich pflanze alles. Okay, dann... Hoppala. Dann brauche ich ja... meine Gießkanne. Und ich glaube, das hier. Um ein Loch zu machen. Okay. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Hä? Warum geht das nicht? Das muss ja gehen. Farming. Hier. To begin. Ich brauche Samen. Und ich brauche einen Spaten. Den habe ich. Und ich soll ins... Ja. Ach so, ich muss erst die Samen hier reinpacken. Ach, alles klar. So, die müssen hier drin sein. Okay. Noch was, das ich nicht verstanden habe? Okay. To begin farming, place seeds inside the consumable panel. Press number keys to select the seed to plant. Plants require water to grow for watering. Ach so. Ach nein. Ich muss die hier unten platzieren, nicht hier drin. So. Wie kann ich das auf die 1 packen? Wie geht das nochmal? Ah. Okay. So. Kann ich das austauschen? Ja. Okay. Ist eins davon ein Baum, ne? Hier, da haben wir einfach Weizen. Da haben wir einfach Ingwer. Und hier, das ist ein Baum. Dann gucken wir mal, dass wir den Baum hier hinten pflanzen. Nein! Das ging zu schnell. Ich wollte es hier hinten pflanzen. Alles klar, ich habe es direkt verkackt. Na gut. Wir können damit leben. Und die Nummer 1 machen wir hier. Und dann haben wir hier noch Wasser. Und füllen wir das mal an. Yes. Und was ist mit dem Dünger? Da habe ich jetzt 5-mal Kompost. Okay. Das bedeutet... To use compost, enter planting mode and cycle through available compost. Okay. Was ist denn die planting mode? So, erstmal gießen hier. Das ist wichtig. Oder kann ich das hier hinpacken? Nee, das geht nicht. Okay. Hätte ich das vorher machen sollen. Der Baum war wieder so ein Fail. Das ist so typisch für mich. Aber die Samen waren teuer. Ich lasse das jetzt so. Okay, da muss ich wahrscheinlich jetzt täglich herkommen und gucken, wie meine Samen sich so machen. Würde ich mal schätzen. Na, April? Ich pflanze jetzt was in deinem Glashaus, ne? Ich finde es süß, dass wir das gemeinsam nutzen und dass nicht das Glashaus direkt mir gehört. Ich... verstehe es aber, wenn jemand sagt, hey, ich hätte gerne ein Glashaus für mich.
Und dass ich nicht die ganze Zeit schnorren muss bei meiner Freundin, dass ich hier das Glashaus nutzen kann. Aber ich denke mal, sie pflanzt da gar nichts. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwas macht. Also wir haben das ganze Glashaus für uns, meine ich. Ich glaube nicht, dass sie auf einmal mein Zeug da wegmacht und ihre eigenen Sachen hinpflanzt. Und wenn sie das tut, kann ich wahrscheinlich ihre Sachen einfach ernten. So. Wie geht's meinem wunderbaren Restaurant? Ja, wir müssen hier echt ein Umstyling machen. Mit dem Geld, das ich habe, mache ich ein Umstyling, okay? Das mache ich für euch. Und für mich, weil ich kann den Boden nicht mehr sehen. Ich will den unbedingt ändern. Ich weiß nicht, warum. Ist das doch ein bisschen zu viel, so wie der jetzt aussieht. Ja, das war's. So. Heute machen wir nicht mehr auf. Das wird sich nicht mehr auszahlen. Aber morgen dann vielleicht. So. Oder übermorgen. Zutaten hätte ich ja jetzt genug, glaube ich. Gehen wir erstmal schlafen. Oder nee, zuerst mal hier. Nee, da ist Storage, ne? Das ist mein Lager, genau. Da mache ich jetzt mal das hier rein. Und alles andere kann eigentlich drin bleiben. Genau, so. Gute Nacht, Leute. Schlaft gut. Tag 4 im Frühling. So. Heute Mission, direkt in die Mine gehen, gucken. Hoffentlich haben wir Glück und kriegen Kupfer. Hoffentlich. Ich weiß nicht, was mit der Spawnrate kaputt ist mit dem Kupfer. Dass das so selten ist. Sollte nicht eigentlich ein Edelstein seltener sein? Aber ich habe jetzt so viel von den Grünsteinen schon. Das ist echt ein bisschen komisch. Ich verstehe nicht, warum das so ist. So, das kann ich auch aufsammeln. Kann ich ja alles verkaufen. So, vielleicht haben wir heute... Ja, guckt mal, zwei Kupfer direkt nebeneinander. Heute haben wir mehr Glück. Heute sieht es nach Kupfer aus hier drin. Oh, drei Stück habe ich jetzt schon. Fehlt nur mehr zwei. Oder? Ja, fehlt nur mehr zwei. Ah, das ist was anderes. Das ist der Quarz, den brauchen wir ja auch. Habe ich den noch gar nicht? Doch, neun. Okay. Wie sieht's aus? Da gibt es wieder Eisen, Eisen, Eisen im Überschuss. Dieses Eisen, ey. Aber es geht jetzt echt schneller mit dem Werkzeug. Und es droppen auch ein paar mehr, wenn ich Glück habe. Droppen zwei. So. Hier noch. Da drüben war auch, glaube ich, noch was. Genau da. Ist wieder so ein grüner Stein. Und hier oben könnte auch was sein. Da ist aber nichts. Da ist auch nichts gespawnt. Leider nein, leider nein, leider gar nicht. Okay, kleines Schweinchen, geh weg. Das ist auch nichts leider. Ich bräuchte noch zwei Kupfer. Ah, das Eisen. Nehme ich trotzdem mit. Ich weiß nicht, ob das sich am nächsten Tag dann austauscht. Bitte lauf nicht gegen mich. Dankeschön. So, hier ist nichts mehr. Und da war ja das Haus. Genau. In das ich nach wie vor nicht reinkomme. Keine Ahnung, was es mit dem Haus auf sich hat. Aber das werden wir, denke ich mal, irgendwann erfahren. So, dann könnte ich jetzt noch einen Umstyling machen. Ja doch. Wir gehen in die Stadt und suchen uns einen hübschen neuen Boden aus. Ich hoffe, einen, der mir gefällt. Ich hoffe, dass das... Ja, es ist immer schwierig, das zu sehen. Also, man kann ihn nur an einem Bild aussuchen und nicht so, wie er dann vollflächig in meinem Restaurant liegt. Und das ist halt schwierig. Das fällt mir auch im Real Life nicht schwer. Ich musste mal über einen Boden entscheiden, den wir in den Wohnraum legen. Und es war nicht leicht für mich, diese Entscheidung zu treffen. Weil man sieht immer nur so kleine Beispiele. So.
Priska. Hi. Wir wollen was bauen. Und zwar, ja. Le Sequoia Flooring. So viel haben die nicht. So viel haben die nicht. Ich frage mich gerade, war das das, was wir am Anfang hatten? Ich überlege halt, da das Spiel so die Farben ein bisschen vorgibt, wäre es schon witzig, mit der lila Richtung zu gehen. Also ich weiß nicht, ich glaube, die Lieblingsfarbe von dem Entwickler ist lila. Hab mich so im Gefühl. Aber wir könnten da schon in diese lila-grün-Richtung gehen. Das ist halt... Ist das eine Komplementärfarbe? Nee, ich glaube, lila und orange sind Komplementärfarben. Und rot und grün, glaube ich. Aber es wird trotzdem sehr spicy aussehen. Aber ob ich das will? Ich wäre sonst eher gerne in die dunkle Richtung gegangen, aber es gibt leider keinen schwarzen Boden. Zu Hause habe ich den, ja. Jetzt gerade habe ich den. Den Orangen, das finde ich nicht schön. Also ich tendiere eher gerade zwischen Terrakotta und Purple. Das ist mir, glaube ich, wieder zu viel, weil mir das gerade zu viel ist. Aber vielleicht ist das auch katastrophal. Das ist mir sicherlich zu viel, weil mir das Braun schon so viel ist. Ich weiß nicht, ob ich das lila Thema fühle, aber ich würde dann auch die Böbeln danach auswählen. Wartet. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt... Oder hatte sie noch mehr Auswahl? Nee, oder? Priska? Priska, so. Nee, da konnte ich nur zurückgehen. Okay. Also es gibt nicht mehr Auswahl als das. Aber Priska ist ja noch da. Ich gehe mal kurz zum Möbelgeschäft und guck noch mal, was passen könnte. Das ist natürlich auch schwierig, das abzuschätzen, wenn es nicht nebeneinander steht. So, aber ich hoffe, die haben schon offen. Ja, da ist er schon. Okay, also es gäbe dieses Grün-Lila. Ich fühle das, glaube ich, nicht. Hier gibt es schwarze Tische. Dann braune Stühle dazu. Das ist halt auch cool. Dieses Lila. Das müsste ich mir mal abfotografieren und dann nochmal vergleichen. So. Hier, Shop. Was hast du alles so Schönes? Okay, der hat hier schon mehr, als er hier stehen hat. Ich finde die aber ganz cool. Die Sessel. Diese Epic Dining Chairs. Ich finde die ganz cool. Hat der dann einen passenden Tisch dazu? Da sind die hier. Eleganter Tisch. Ich finde die schon am hübschesten, wenn ich da mich entscheiden müsste. Sind die schon sehr cool. Dann bräuchten wir dazu einen Boden. Da wird aber eher der Terrakotta-Boden passen. Also hier ist der Terrakotta-Boden, da sehen wir den. Und wenn wir den jetzt hier unter dem Tisch Dings, die da sehen, dann sieht das eigentlich cool aus. Und dann noch mit ganz vielen Pflanzen. Müsste ich eigentlich gut machen. Vor allem die passen da perfekt dazu. Und wie war das nochmal? Hier mit deinem Boden, was du noch hast? Genau. Aha. Blau, lila und dieser Wooden Floor in der Farbe. Und er hätte einen schwarzen Karaoke-Stand. Alles klar. Mhm. Oh, er hat neue Bäume. Ja, der Kaktus ist voll süß. Das ist auch voll süß. Die Bäume sind neu. Hat er auch neue Deko? Tatsächlich. Das hat er auch nicht. Oh, Weihnachten! Oh, man kann das sogar saisonal einrichten. Wie süß. Eine Jukebox, eine Kamin. Der Springbrunnen ist ja auch krass. Wein und Drink-O-Matic. Das ist Deko, Leute.
Aber Pflanzen gibt es neue, da würde ich definitiv einkaufen. Und dann, ich würde die nehmen, Leute. Die sind sehr, sehr teuer. Und von den Kitchen-Countern... Ja, das Lila ist wieder ein anderes Lila als jetzt diese Möbel, die ich da nehmen wollte. Ist wieder ganz was anderes von der Farbe her. Was wären denn die? Rare Dining Chair, Redwood Chair. Dann gäbe es... Welchen Tisch dazu? Ach ja, den hier. Ja, nee, aber wir nehmen Epic. Es gibt nur drei Epic-Sachen. Einmal Vintage. Was wären da die Stühle dazu? Elegant, Purple. Orange Chair. Orange Chair. Aber nee, das Grüne fühle ich gerade am meisten. Ist für mich am natürlichsten. Dann würde ich da... 1, 2, 3 kaufen. Das ist so teuer. Holy. Was haben denn nochmal die Böden gekostet? Ich glaube, keins war teurer als 2.000. Okay. 1, 2, 3, 4. Mehr nehme ich mal nicht. Wir kaufen langsam ein, bevor wir das große Umstyling machen. Wir kaufen langsam ein. Also wir kaufen jetzt schon für das große Umstyling einfach ein. Machen mal dazwischen das Restaurant auf, um zu verdienen. Und dann, wenn wir genug von Möbel und so haben, dann machen wir das große Umstyling. Aber nicht sofort. Gut, aber ist Priska noch da? Ja. Ich würde jetzt eigentlich Terrakotta nehmen. Also hier liegt ja überall Terrakotta. Oder meint ihr, ist das Wooden Ding besser? Nee. Weil der Orangeton vom Terrakotta ist genau der Orangeton vom Holz. Und wenn das dann so ausgeblichen ist, passt das nicht mehr. Nee, ich nehme den. Are you sure? Are you sure? Ja. Wir machen das. Im Notfall können wir es ja nochmal umändern. Im absoluten Notfall. Aber dann werden wir im nächsten Part das Restaurant öffnen. Und dann sehen wir uns ja beim nächsten Mal, wo wir das Restaurant öffnen. Mahlzeit, Leute. Bis dann. Ciao.